Servus und grüß euch zur Folge 54 Let's Play Landwirtschaft Simulator 22 auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, unterwegs hier auf der NF Marsch und wir gehen jetzt mal dieses kleine Feld 5 da an. Da gibt es auch keinen AD-Punkt nicht für den Anfahrer oder Abfahrer. Jetzt werden wir es einfach mal manuell machen, das Ganze. Da machen wir ein bisschen selber. In die Tassen greifen, hätte ich beinahe gesagt. Machen wir einfach das Stickerl von dem Feld einmal selber. Zu die ganzen anderen Sachen, die wir rundum natürlich dann auch noch erledigen müssen und dürfen. Müssen wir schauen, dann nehmen wir mal die. Im Auffahrgewände dann umgefahren sind, bis uns die anderen Sachen dann ausgegangen ist. Jetzt halt vor allem noch den einen Auftrag, den wir haben mit dem mit den Heuballen machen. Ja, das dürfte hervorragend. Der ist ja schön. So, und wahrscheinlich werde ich jetzt noch diese Folge den Aufnahmeblock beenden. Dann werde ich zwischendurch mal schauen, dass man das ganze Stroh da noch wegbringt. Von den ganzen Feldern. Dass man es beim nächsten Mal dann vielleicht schon einen Monatssprung machen. Wie gesagt, ich muss jetzt mal schauen, wenn wir mit den anderen Sachen noch auskommen. Vielleicht kommen ja noch Aufträge dazu. Gucken wir einfach mal. Und ansonsten geht es natürlich jetzt um die ganze Kalkerei unserer Felder, die Unkrautbekämpfung unserer Felder. Und dann müssen wir natürlich im nächsten Monat einiges neu ansehen. Da geht es dann nochmal so richtig los. So, 74er, da hätte ich den Wender schon einen Schwader abgekriegt. Das müsste der Schwader sein. So. Oh, doch wieder einiges gehen, nur mit diesen, naja, Packs und so weiter macht das Ganze doch deutlich mehr Spaß, gell? Was heißt das noch? Muss ich mir ganz kurz noch eine schauen. Und der ist schon lang machen, gell? Da kann was Fischerl auf der Leerpaletten haben wir. Ja, die Bersten. Elektrische Ladung, ja gut, das steigt mit der Zeit. Also der läuft auch schon mal ganz gut an. Da darf vielleicht auch nichts Rotes dabei sein, hoffentlich. Das schaut doch gut aus.
Zum Beispiel dann auf dem Feld dann auch wirklich nochmal Raps ansehen. Oder dann wirklich einfach dann auch noch Luzerne oder nochmal Gras drauf tun. Das werden wir uns jetzt da nochmal noch anschauen zu Genüge. So, der ist beim Ballenlager wieder angekommen. Stroh bis unter die Decke. Ich glaube, dass wir die 4 Millionen Liter auch noch leicht vollbringen da. Und die ganzen Fällerchen rundum, glaube ich, wird das alles kein Problem sein. So. Wie schaut es da aus? Oh, der ist fertig, oder wie? Oh, das schaut gut aus. Ist mir da die Ekelung ein neu von? Ah, das ist nur der letzte Punkt. Nein, das können wir lassen. Das geht. Das bleibt so. Aber zur Werkstatt zurück. Und dann nehmen wir den noch, der hat 12 Meter Breite, gell? Ja. So. Das lassen wir doch so. Und dann speichert man das da wieder ab. Feld 75. Schwader. Die 12 Meter. Auf den ersten. Na. Das ist den ersten Aufwand, bitte. Schön. So, jetzt ist die Frage, was machen wir da für Ballen, gell? Dann nehmen wir den Kleinen. Auf die 74. Nebenbei immer noch ein bisschen aufräumen da.
fast wie neu, gell? Das schaut doch schön aus. Aber wenn man da die ganzen Dinge einzeln Parkplatz einfährt, das glaube ich, das wäre mein lustiger Spaß. Dann muss man entweder die zwei Kleiner dann auslagern oder mit einem Ohren von da weg geht. Eigentlich hätten wir ja da 5 Stück, die bringen wir da gar nicht eine. Fahren wir die nochmal 4 zur Reparatur. Und dann nehmen wir mal im Feld 50 gleich wieder das Stroh einsammeln. Das wird aber noch nicht die letzte Fuhre sein, glaube ich. Liegt schon noch einiges rundum vor dem Zeug. Wenn wir mal ausrechnen, wie viele Tierställe das wir jetzt bauen könnten oder müssen, damit wir das ganze Stroh unterbringen. So, das haben wir. Doch so weit gekommen. Dann setzen wir jetzt lieber der Schwad einmal an. Also mal schauen, liegt da wirklich noch ein Stickerl umeinander da drin. Na, es geht jetzt trotzdem nicht aus, das ist ja ganz schön. Da geht schon noch ganz schön nach unten. Ah, mit dem nächsten Fuhre kann man es weggebracht haben. Eine, glaube ich, geht sich noch aus und dann haben wir fertig. So. Wir haben noch eine Aufgabe, also mit einem Auftrag drin mit Ballen, mit Heuballen. Das heißt, das ist, glaube ich, noch ein kleines Feld, weil das hat noch 14.000. Bringt noch 14.000. Das wird also nicht so groß sein. Dann lassen wir den einfach mal da stehen. Das geht schon mal ganz gut da. Da muss ja eh schon die Presse unterwegs sein, jawohl. So, dann könnte man mir jetzt da weitermachen.
Der Herr Glaublon hier, gell? Umladen. Millionen. Na, mal schauen, was wir noch alles brauchen. Und wir kurz von den Fabriken geht uns doch noch einiges ab. Aber der Fischer ist zum Beispiel mal kein guter, kein schlechter Anfang, so muss ich sagen. Der bringt ja dann doch einiges. Jetzt müssen wir schauen, ob wir irgendwo noch den Platz einebnen müssen für. Das Kalkwerk und so weiter. Muss man den Steinbruch hinten ein wenig anpassen von der Ebenen, von den Flächen her, dass die Fabriken da wirklich drauf passen. Oh, jetzt werden wir alles hier bringen. Aber die haben jetzt auch nicht so wichtig, das wird dann mehr was für die, ich habe ja gesagt, brotlose Zeit dann in den Wintermonaten. Aber ich bin gespannt, in den nächsten Monaten werde ich auch noch mehr Arbeit dann kommen, was noch an anderen Früchten zum Ernten ist. Was bis zum Winter noch fertig wächst. Was wir da dann alles noch neu ansehen müssen und bearbeiten dürfen. Da werde auch noch einiges auf uns zukommen. Na, ja gut, jetzt sehe ich, wenn wir mit dem Cleaner drüber fahren, hier im Stroh. Dann müsste doch ein bisschen Erleichterung mit diesem einen Lager, wenn man da wirklich als Lose anliefern kann, dann kannst du das Ballen auslagern. Keine schlechte Idee. Haben wir, glaube ich, wirklich die ganzen Feldfrüchte, die alle auch noch Strom mit abgeben. So, jetzt schauen wir mal, hoppala. Wir sehen, glaube ich, gerade einschwenken da unten. Ja.
So, die zwei Sammler können wir dann da eh wieder weg. Hat. Das heißt, den anderen könnte man eigentlich einmal rüberfahren, den können wir dann nämlich einpacken. Den Sammelwagen, den mache ich jetzt dabei noch nicht brauchen. Weil da unter das Dach würde er sogar reinpassen. Fuhre das Feld 50 dann noch wegbringen. Das werden wir uns jetzt in der Folge noch anschauen. So, da runter haben wir eigentlich auch fertig, gell? Da wird sie auch Zeit zusammenzuräumen. Ich glaube, der hat da nichts stehen lassen, gell? Wahnsinn. Also das hat wirklich sauber funktioniert. Respekt, Respekt. Der geht dann kurz hoch wieder. Der kommt eigentlich zum Feld 41 von, den müssen wir abhaken. Reparieren und parken. Und der, glaube ich, hat noch ein bisschen was drin hat. Das heißt, Zielsilo, Zwischenlager und Abladen bitte. Da wäre das nächste aber dann die kleine Felder zuerst mit Opfern. Gut, 42 käme eigentlich auch abschließen, fällt mir gerade auf, gell? Da haben wir eigentlich durch. Bringt auch wieder ein bisschen Geld. Die Luzerne da oben haben wir noch, gell? Ah, die, genau bei uns. Wobei, da muss ich jetzt mal schauen, ist das wieder Futter oder. Ah, nein, machen noch einen Monat, können wir noch warten. So, was haben wir da? Die Ballenpresse, das passt. Da tut noch schön schwadern. Ah, da hat noch einiges vor. Da geht ja noch was. Im Winter vom Monat werden wir dann so viel Holz machen werden, dass wir kein Holz mehr sehen können, wahrscheinlich noch die Wintermonate. Jetzt fangen wir mal ganz kurz den Kollegen da vorne, na, die zwei. So.
Den stellen wir uns jetzt so noch schnell her. Und dann testen wir das letzte Stück noch. Wie das jetzt ausgeht. Jetzt bin ich gespannt. Ich glaube, da müssen wir noch mal. Das geht sich nicht aus. Tja, es geht sich wirklich nicht aus. Also, dann müssen wir da nochmal ran, aber das machen wir dann in der nächsten Folge, zu der ich natürlich gern und herzlich einlade. Natürlich auch zu einem meiner anderen Videos oder Livestreams auf meinem Kanal. Sage euch bis dahin alles Liebe und Gute, bis zum nächsten Mal. Pfiat euch von Maverick.